Meine sehr verehrten Willkommen in Österreich Zuseher, jetzt kommen zwei TV-Götter zu uns. Das kann man wirklich sagen, mit ihrer Sendung Joko gegen Klaas, das Duell um die Welt, haben sie unglaubliche Marktanteile und Zielgruppen erreicht. Das hat man überhaupt nicht für möglich gehalten. Mittlerweile werden ihnen wirklich die Füße geleckt von den Fernsehbossen dieser Welt. Sie haben sogar das Wetten, das Angebot ablehnen dürfen. Hier sind die hochsympathischen Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf. Wow! Joko und Klaas! Hallo, Klaas, guten Abend. Hallo, komm ich. Das ist natürlich. Schaut ihr das an, ein eigener Fanclub. Ja. Das ist natürlich für uns ja sehr, sehr demütigend. Runter mit dem. Das ist echt sehr demütigend, dass in einer österreichischen Fernsehsendung zwei deutsche Moderatoren wesentlich mehr gefeiert werden nein, als wir. Nein, drei deutsche. Ach so, ja, stimmt. Ah, auf einmal was? Nein, aber es ist ja wahnsinnig, dieser kometenhafte Erfolg. Wollt ihr was trinken? Hat euch verändert. Ja. Man wird hier sowieso mal, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ne? Ich bin wahnsinnig besoffen schon. Ne? Ja. Das ist eine Naschmarkt vorher. Das ist die einzige Taktik, die wir haben. Ich habe ein bisschen am Alkohol genascht. Was hast du denn getrunken, weißt du es noch? Veltliner, grünen Veltliner. Ja, nee, aber. Durchsichtigen Veltliner. Durchsichtiger Veltliner, hier. Ja, hier kommt noch was. So. Ihr habt... Oh. Warum kriegt der mehr als ich? Wir dürfen kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben in der Sommerpause haben wir uns einmal mit den Redakteuren zusammengesetzt, die wir haben, und haben gesagt, was sollen wir machen nach dem Sommer? Und dann haben die gesagt, pass auf, ihr betrinkt euch einfach und dann trefft ihr euch mit irgendeinem Philosophen und ihr seid hackedicht und der ist ganz klug. Richard David Precht. Vorschlag. So was in der Art. Ja. Und dann habt ihr aber genau das Gleiche schon gemacht, deswegen mussten wir uns nicht betrinken. Nein, ihr habt bei Sat 1, ihr habt, glaube ich, willst du das Frühstücksfernsehteam Jan Hahn und Matthias Killing mit Richard David Precht vergleichen? Nein, es ist der Mann wieder nicht vorbereitet. Halb vorbereitet, wie erneut immer. Peinlich. Ich finde das vollkommen legitim. Hauptabendtauglich? Fragezeichen. Hauptabendtauglich? Fragezeichen. Aber ist das... Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ist die Frage ist, macht es Sinn, besoffen Fernsehen zu machen, ja oder nein? Absolut. Ja. Nein, aber lass uns kurz... Und wo, wenn ihr Genüsse hatte? Na wirklich, man muss hier wirklich wegkommen. Sherman, das blicke ich auch dich scharf an. Nein, ich blicke jetzt... Weg davon kommen, nur um den Mob zu befriedigen, solche Schlagwörter... Ich wollte gerade sagen, dass ich das mag, dass Klaas so beruhigen möchte. Ja, lass uns doch einfach seriös werden. Ihr habt angefangen bei MTV, bei MTV. Ja. MTV, ne? Bei MTV habt ihr angefangen? Bei MTV, das habe ich meiner Oma lange erzählt, dass ich bei MTV arbeite. Ihr hattet eine kleine Sendung, die wenig bezahlt war, nehme ich an. Und das war engagiertes, ambitioniertes Fernsehen. Und dann seid ihr entdeckt worden. Von wem eigentlich? Wer hat euch denn eigentlich für Also entdeckt gar nicht. Das war eher so eine Art Ausschlussverfahren, nachdem wir engagiert wurden. Ja. Es war so tatsächlich ein Machtvakuum, was damals bei MTV stattfand. Und es wusste keiner so richtig, wer der Chef ist. Und derjenige, der sich für den Chef hielt, sagte damals, wir haben Geld, keine Ideen, jetzt ist eh egal, auf dem Weg runter nehmen wir alles nochmal mit. Und der Winterscheid ist auch dabei. Und, das klingt nach ORF und meiner Geschichte. Joko Winterscheid macht mit und es war tatsächlich eher so ein Hochscheitern. Aha. Ja, ein Hochscheitern, sehr schöner Begriff. Ja. Mittlerweile ist es so, dass ihr auch so Quälshows moderiert. Ja, Folter-TV. Folter-TV, weiß ich, die Folter und das Quälen auf euch selbst bezieht, was ja sympathisch ist. Das heißt, ihr quält nicht die Kandidaten. Keine Rennen aus der Innenstadt, genau. Ja, ja, Frage jetzt. Also nicht so Leute wie uns. Frage jetzt. Ja. Was ist der Motor eures Tuns? Hass oder... Geld. Ja. Wir haben, also Motor würde ich jetzt Geld, also Motor ist eher, also Geld ist eher das Benzin für den Motor, ne? Ja. Ja. Aber Motor grundsätzlich ist schon Hass. Ja? Hass? Aber ist es eine Hassliebe? Das heißt, ihr könnt Backstage, versteht ihr euch gut oder ist es so, dass man euch trennen muss? Minutenhaft. Wir sind getrennt eingeflogen worden, wir sind getrennt hier hingefahren. Ihr seid auch getrennt, wenn ich das kurz erzählen darf, wir haben hier zwei Türen im Studio. Und als ihr gekommen seid, du bist da rausgekommen und du bist da raus. Ja. Es ist so ein bisschen wie Modern Talking, ne? Ja. Ja. Aber ohne Kettchen. Ich möchte wissen, eure fantastische Show,
Fand ich wirklich gut. Ich habe das an der Ostsee gesehen. Hörst du mir zu? Ich weiß sogar, dass du das an der Ostsee gesehen hast. Ja, mit meinem, mit unserem gemeinsamen Freund Heinz Strunk zusammen. Absolut. Ich war auf Iziba. Du? Ja. Ibiza. Auf Iziba? Meinst du? Ibiza. Du meinst Ibiza. Ja. Entschuldigung. Aber das ist eine Show, die heißt Joko gegen Klaas, Duell um die Welt oder was? Habe ich übrigens auch. Und da, schickt ihr euch in verschiedene Erdteile, um verschiedene Prüfungen zu bestehen. Absolut. War jetzt wirklich, also das möchte ich auch mal wissen, ganz kurz nochmal, dass Sie mir das erklären, weil ich habe die Sendung noch nicht gesehen, ich habe mir aber die Ausschnitte angeschaut. Ist es wirklich so, dass ihr das nicht wisst, was der andere mit Also wir haben früher überlegt, dass es ja eigentlich unfair ist, weil man ja ungefähr anhand der Impfungen rausfinden kann, wo man hin muss. Ne? Ah. Ja, wenn man sagt Knochenbrecherfieber, ja gut, das hast du dann, nur bekommen. Dann ist es Indien, ne? Weiß man. Das und das Ding ist, bei diesem Tropeninstitut, wo man sich da impfen lassen muss, da sind die dann so, ja, das heißt zwar Knochenbrecherfieber, aber da brechen die Knochen gar nicht wirklich, das fühlt sich nur so an. Und das sagen die dann. Und wir dachten vorher, dass wir eigentlich, und das haben wir dann weggelassen aus Gründen, weiß nicht, ich glaube Amnesty International hat sich dann in die redaktionelle Vorbereitung eingemischt, aber wir wollten eigentlich ein Impf-Bingo machen. Dass man erstmal um die Impfung spielen muss. Aber Joko, weißt du, wenn du hingeschickt wirst, warst du involviert und hättest du theoretisch ein Vetorecht gehabt? Nein. Oder? Nein, zu keinem Zeitpunkt. Du trittst diese Reise an, ohne zu wissen, was passiert. Mhm. Du machst dich auf den Weg und es passieren Dinge. Und das Schlimme ist auch so, dass du mit jeder Aufgabe, die du bestanden hast, also für dich sagst du, so, oh Gott sei Dank, es kann nicht schlimmer werden. Weil jedes Mal, wenn du dann irgendwie am Morgen des nächsten Tages von einem Redakteur mitgeteilt wirst, und jetzt fliegen wir nach Florida und da triffst du Alligatoren und dann kannst du dich mit denen da ins Wasser begeben und mit denen schwimmen. Man muss jetzt so, sagen, dass das Konzept dieser Show grauenhaft ist, finde ich. Und es ist einzig und allein deswegen fantastisch, weil man die Leute, die darin stattfinden, so mag. Du, das ist das Ding. Es geht teilweise nicht darum, dass man das Rad mag, sondern die Felgen sympathisch findet. Ja, genau. Ja. Also wenn man sich vorstellt, dass DJ Ötzi und Detlef Soest da mitmachen. Wenn ich mir aber vorstelle, zum Beispiel, dass du ihn vom höchsten Turm der Welt runterfallen lässt, bungee-jumpend, wissend, dass er Höhenangst hat. Ja. Dann ist das doch irgendwie... Warum machst du das? Also, es gibt zwei Dinge. Es gibt, erstens würde ich lieber ein Glas Eiter trinken, als gegen den zu verlieren. So, das ist Punkt ehrlich eins, jetzt? Ne? Ja. Das erste Mal, dass ich sportlichen Ehrgeiz entwickelt habe, war in der Kombination mit Joko Winterscheid. Und das für mich ist persönlich auch irgendwie so ein Schritt weiter in meiner eigenen Agenda. Stimmt das wirklich, dass man euch mittlerweile für so großartige Entertainer hält, dass ihr auch das Wetten, das übernehmen hättet können? Stimmt ja, das? Oder war es eine Ente? Das macht jetzt erstens Markus Lanz. Und wenn der damit leben kann, jungen Leuten die Arbeitsplätze wegzunehmen, dann ist mir das vollkommen... Nichts reimt sich auf Lanz. Ja, absolut. Wenn das alles echt ist in eurer Sendung, wenn dann tatsächlich mal einer sterben sollte, na, dann ja, wird das dann trotzdem ausgestrahlt und macht der andere ohne den einen weiter? Hand drauf. Auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass das selbstverständlich ganz normal ausgestrahlt wird. Ja. Natürlich. Ja, aber gibt es da Verträge und Versicherungs... Ich muss dazu sagen, dass an dem Tag auf jeden Fall... so eine halbe bis dreiviertel Stunde schlechte Stimmung in der Sendung herrschen wird. Ich habe ja, meine größte Sorge ist, dass wenn ich sterbe in der Sendung, das auf ORF 3 ausgestrahlt wird. Das Problem ist, dass... der Unterschied ist, wenn einer von uns stirbt in der Sendung, dann ist es irgendwie actionreich. Bei euch ist es eines natürlichen Todes. Ich weiß nicht, ob... Oh, jetzt reicht's wirklich! Oh, oh, oh. Nein, das kostet mich an! Wir sehen, was ihr werdet. Das geht in... Das kostet mich an! Titel. Nein, das kostet mich an! Ich beende die Sendung jetzt, weil ich lasse mich von einem so viel jüngeren Kollegen nicht beleidigen. Ich möchte mich bedanken bei Wolf Haase und Joko Winterscheid, dass die beiden heute hier waren.